Zu unserem Speakers Corner sind wir heute einmal mehr zu Gast hier im wunderschönen Friedelsheim in der Pfalz bei Margot Scholz und bei Udo Scholz und in ihrem Restaurant, dem Hartblick. Und zu Gast ist der Udo selbst. Udo, das ist ja nun nicht das erste Mal, dass du hier im Speakers Corner bei uns zu Gast bist. Wir sind ja auch oft zu Besuch bei dir. Du wirst aber auch jedes Mal ein Jahr älter. Mittlerweile bist du fast 70. Du wirkst immer noch, als wärst du 25 Jahre mindestens jünger. Du bist ein Mensch, der unverwüstlich ist, oder? Die Umgebung hat mich jung. Ja, klar, die Pfalz. Nee, was ist es, Udo? Was treibt dich an? Ja, ich weiß das auch nicht. Ich bin ein Widder und ich habe von Anfang an im Leben immer Gas gegeben. Mal positiv, mal negativ. Und ich freue mich halt, dass das alles noch so gut geht und gut läuft. Und ich habe noch keine Wehwehchen. Ich bin im Grunde genommen topfit. Was bist du eigentlich, Udo? Du bist Hallensprecher bei den Adlern. Du hilfst der SG Leutershausen wie zu früheren glorreichen Zeiten noch. Du hilfst auch dem FSV Oggersheim im Fußball und du bist ganz nebenbei natürlich hier noch kleiner Winzer und stehst fast jeden Abend hier im Hartblick. Das ist ein Programm, das andere mit 20 in den Herzinfarkt treibt. Dich treibt es eher an, oder? Ja, das ist für mich Motivation. Jedes Stückchen hat eine andere Aufgabe und wenn man das gut kompensieren kann, dann ist das eine einfache Sache. Und wo liegt der Hauptaugenmerk drauf, Udo? Ja, der Hauptaugenmerk sind natürlich die Adler. Das war für mich eine Traumbegegnung 1994 und das sind jetzt 14 wunderschöne Jahre und ich möchte, dass das noch so ein bisschen so bleibt. Es sind ja sehr viele Adlerfans bei dir häufig zu Besuch. Die Mannschaft selbst kommt ja auch immer mal wieder. Es kommen auch ehemalige Mitwirkende bei dir aus alten Kaiserslautener Zeiten. Der Hartblick hier in Friedelsheim, das ist so ein Treffpunkt für alle Sportler, glaube ich. Egal, welcher Sport es denn nun letztendlich ist, ob Fußball, Eishockey oder Handball, oder? Ja, normal sind wir halt in der Pfälzer Weinstube, aber es hat sich herumgesprochen, dass ich hier bin und in der Vorderpfalz sind viele FCKler. Jetzt durch Oggersheim kommen halt auch noch einige aus Ludwigshafen, aber was mich besonders freut, es kommen sehr, sehr viele aus dem Raum Mannheim, auch von der Bergstraße und man merkt, dass man doch einiges richtig gemacht hat, sonst würden die Leute nicht kommen. Dein Engagement in Oggersheim ist sehr stark in den Vordergrund getreten, Engagement mit Leib und Seele? Also Oggersheim war eine Geschichte, weil ich Leute kennengelernt habe, auch die Eva Lohse, die Bürgermeisterin, und weil da Not war und ich habe gesagt, vielleicht kann ich helfen. Ich muss sagen, es ist eine schwere Aufgabe, die bisher schwerste, die ich gehabt habe, weil Ludwigshafen ist eine ganz eigenartige Stadt. Man identifiziert sich gar nicht mit dem Verein. Jeder Club in den anderen Ortsteilen kocht sein Süppchen und das ist eine sehr schwere Aufgabe. Ich habe das gemacht, weil ich Marco Haber kenne und Sascha Koch und der Präsident ist ein sehr, sehr netter Mann und auch der ehemalige Hauptsponsor. Aber ich muss sagen, da fällt in den nächsten Tagen eine Entscheidung, ob man in Ludwigshafen überhaupt will, in der Regionalliga spielen oder nicht und dann wäre ich vielleicht das erste Mal gescheitert. Handball warst du lange Zeit in Leutershausen, ich habe es vorhin erwähnt. Du hilfst den Leutershausenern heute wieder. Du weißt aber auch, wir haben ein zweites großes Home-Team, ja auch in der Arena mit den Rhein-Neckar-Löwen. Die Leutershausener auch noch so eine Herzensangelegenheit für dich? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die Rhein-Neckar-Löwen haben ja ihren eigenen Sprecher gehabt, die haben mich nie gefragt. Ist auch egal. Und in Leutershausen war ich 14 Jahre, habe wunderbare Zeiten erlebt mit den Rotbrüdern. Deutscher Vizemeister, Nobby, du weißt das. Wir haben viele, plötzlich steht der Uli vor der Tür. Uli Roth und sagt, du, wir haben alles neu, Holger Löhr ist Trainer und viele Fragen aus dem Dorf. Mensch, das war doch früher immer schön, mach mal. Da habe ich gesagt, gut, wenn ich sich das einteilen kann. Samstagsabends, ich habe mit meiner Frau Margot gesprochen, die an und für sich auch einen sehr guten oder nahen Draht zum Handball hat. Und genau wie zum Eishockey. Und dann habe ich gesagt, mach ich's. Und dann bin ich jetzt nach Leutershausen gegangen. Wir haben drei Spiele, dreimal zu Hause gewonnen. Es macht riesen Spaß, über 1000 Zuschauer. Und man trifft viele alte Bekannte, knüpft natürlich auch wieder Kontakte, kommt mal in die Pfalz. Und darum habe ich das gemacht. Es gibt ja viele, die sagen, eigentlich gehört in dieser Arena als zweites Home-Team mit der Tradition dahinter eher die SG Leutershausen als die Rhein-Neckar-Löwen. Würdest du dem zustimmen? Also zu der Zeit, wie die Arena gebaut wurde, kurz vorher war ich ja noch in Leutershausen. Aber es hat dann einen etwas unglücklichen Wechsel gegeben in der Führung. Der Herr Meusel hat das Ganze dann übernommen und dann brach alles zusammen. Und man hat auch ein bisschen Angst gehabt, hätte man damals auf Uli und Michel Roth gehört, die ja im Grunde genommen viel näher an neue Leutershausen waren wie an Kronau oder Östringen, bin ich davon überzeugt, dass man heute in der Arena mit Leutershausen weit mehr Erfolg hätte wie mit diesem zusammengeschmiedeten Team. Denn wir haben damals schon in Bensheim 3.500, 4.000 Stammzuschauer gehabt.
und Leutershausen als Meister, als Vizemeister, als Traditionsverein, der viele, viele Freunde hat, auch mehr Bindungen nach Birkenau, nach Großsachsen, nach Hohensachsen, nach Weinheim, wäre es meiner Ansicht nach die günstige Lösung gewesen. Aber gut, das ist jetzt so gelaufen. Aber wenn das so weitergeht, dann spielt die SGL vielleicht in 2 Jahren in der zweiten Handball-Bundesliga und dann gibt es mal eine Pokalauslosung und vielleicht spielt man da mal gegeneinander und ich lachte mich kaputt, da wäre richtig was los. Kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja so, dieses Projekt Handball als zweites Home-Team in Arena ist ja gerade unter Eishockey-Fans auch immer so ein bisschen umstrittenes gewesen. Der Danny Hopp hat in dieser Sendung im Speakers Corner vor wenigen Wochen gesagt, er steht hundertprozentig hinterm Eishockey, nicht gegen das Handball, das ist einfach nur sein zweites Home-Team. Aber wenn man es vernünftig betrachtet, du hast es eben gerade angestimmt, dann ist das ein sehr schweres Projekt, dieses künstlich zusammengestellte Team dort unterzubringen. Ich sag, frag dich jetzt als Handball-Fan, nicht als Udo Scholz-Sprecher, der Mannheimer Adler in dem Fall. Also ich muss mal sagen, Handballspieler ist eh eine eigene Welt. Die rauchen vom Spiel auch noch und saufen Weizenbier, das ist für sich. Aber Handball in Leutershausen war Handball deutsch. Und was jetzt im Moment der Manager in Mannheim veranstaltet, kann ich als Handballfan, finde ich nicht gut. Weil da spielen Russen, Polen, jetzt Däne. Die Identifikation ist nicht da. Spieler wie Schwarzer, also die man hätte integrieren wollen, stehen heute im Abseits. Hier wird, und das ist leider Gottes die Handballliga, da wird mit Geld rumgeschmissen, das ist unheimlich. Ich habe sehr gute Kontakte nach Kiel, bin auch jedes Jahr ein-, zweimal in Kiel. Da sind 11.000 Karten immer weg. Das ist Handball. Aber hier unten ist es schwer. Und wenn bei einem Europapokalspiel in Kronau-Östringen nur 900 Zuschauer kommen, dann frage ich mich, was ist da? Und das ist nicht meine Geschichte. Daniel hat damals das unter der Perspektive gesehen, zweites Home-Team. Wie gesagt, nicht, weil er den Verein liebt oder weil er Handball liebt, sondern man hat es gemacht. Und ich glaube, wenn er heute die Kosten sieht, was so ein Handballspieler verdient und wie sie sich identifizieren, das ist alles so, das ist nicht so wie bei uns beim Eishockey. Wenn wir eine Autogrammstunde machen, da kommen die Leute, da sagen sie, Mensch, da sind die Adler und da ist was und da ist was. Und bei den Rhein-Neckar-Löwen, das muss alles immer wieder hoch und hin und her. Also ich persönlich bin von dem Ganzen drumherum, ich weiß es nicht, ich finde auch nicht so die Nähe. Dann haken wir das Thema Handball an der Stelle ab. Ich glaube, viele können dem zustimmen, was du gerade gesagt hast, geht mir sicherlich ähnlich. Blicken wir dennoch auf die Mannheimer Adler. Ich habe es ja vorhin angedeutet, du bist Hallensprecher seit vielen, vielen Jahren, hast ja die vielen Erfolge, den einen oder anderen Misserfolg auch mitgemacht. Aber deine Rolle geht ja weit darüber hinaus, über dieses reine Hallensprechen. Ein Verantwortlicher hat bei mir vor kurzem gesagt, wenn wir eine Veranstaltung machen, bevor wir sie veröffentlicht haben, hat der Udo schon alles organisiert am Veranstaltungsort. Was bist du eigentlich? Bist du ein Mitarbeiter der Marketingabteilung? Bist du nur Hallensprecher oder wie siehst du dich selbst, Udo? Also ich bin ja seit 63 Sprecher gewesen und du kannst nur Sprecher sein, wenn du auch Mittler bist zwischen Präsidium, Mannschaft zu den Fans. Und ich habe immer schon den Weg der Fans gesucht, denn da kannst du merken, wie es draußen an der Front ist. Und unsere Adler-Fans haben ein gutes Gespür. Wir haben eine sehr gute Marketingabteilung. Mit Doug habe ich mich blind verstanden, der ist jetzt weg. Daniel hat eine gute junge Crew um sich geschart, sind alles nette. Wir schaffen wunderbar miteinander. Und dann höre ich ja draußen schon, was ist. Wenn die Fanclubs was planen, ob ein Minigolfturnier jetzt von den Herzschen oder ein Kegelturnier von den feuchten Banditen, dann weiß ich das. Und dann gebe ich das auch weiter. Aber warum soll ich jetzt den Daniel, der viel um die Ohren hat, oder Matthias, damit belasten, wenn ich das selber machen kann. Wie jetzt mit dem Sonderzug. Da weiß ich, was geht. Thomas Steinert macht das wunderbar. Wir wissen, 800 Fans sind im Bus oder im Zug. So, was brauchen wir? Getränke, was zu essen, hin und her. Also spreche ich mit Leuten, die ich kenne. Und wir haben jetzt schon die Zusage für Getränke, fürs Essen. Es ist für alles gesorgt. Der Zug ist im Grunde genommen ausgerüstet. Das, was wir dort ertrinken und eressen, ist für unsere Supporter-Crew und für unsere Faninitiative Standbein für wieder eine schöne Choreografie, die dann wieder in der Arena läuft. Du bist aber auch mit dafür verantwortlich, dass die vielen Dinge, die die Adler unterstützen, gerade in sozialer Hinsicht, auch vorangetrieben werden. Ein Projekt liegt dir ganz besonders am Herzen. Ja, mir liegt ein Projekt am Herzen. Das war damals der Daniel Hopp, sagt, Mensch, mein Vater hat viele Stiftungen, ich muss auch was machen. Und dann haben wir gesagt, es gibt jetzt die Aktion Adler helfen Menschen. Und das macht Daniel, Markus Kuhl, dann ist noch Rudi Lang dabei und natürlich Matthias. Und wir haben das ins Leben gerufen und wir wollen den Straßenkindern in Mannheim helfen. Erste Aktion war, wir haben mal 7.500 € gegeben an Herrn Pfeiffer
vom Caritasverband, dass wir Kindern helfen konnten. Aber ich habe sehr gute Kontakte zur Konkordienkirche, zu der Frau, zu der Pastorin. Und da gibt es einen Jugendpfarrer, der heißt Bernd Brucksch und der wird dieses Jahr in der ersten Adventwoche eine Vesperkirche machen, nicht in der Innenstadt für bedürftige Männer, sondern für Kinder. Wir haben 8000 Straßenkinder und wir wollen da über eine Woche lang jeden Tag so 100, 150 Kinder in der Kirche, das ist die Pauluskirche auf dem Waldhof, die wollen wir die Kinder hinkommen lassen und beköstigen und bewirten. Wir wollen aber auch Geschenke zukommen lassen, sodass die Kinder schön merken, dass sie dazugehören, Pater Nikolaus machen. Rainer Ebert hat mir zugesagt, wenn er Brillen hat, dass wir mal Kindern Brillen geben können. Arena und Eis wird dafür sorgen, dass wir Turnschuhe haben. Vielleicht ist noch der eine oder andere Sponsor da, der uns anruft und sagt, Mensch, ich habe was für die Kinder. Und dann sollen die Kinder wollen ja nicht zeigen, dass sie arm sind. Ein kleiner Junge hat mal gesagt, nein, wir sind nicht arm, wir haben nur wenig Geld. Da liegt viel drin. Die Kinder schämen sich ja. Da sind ja Kinder dabei, die können sich für 1 Euro keine Mittagsspeise da leisten in der Schule. Und wir wollen den Druck von den Kindern nehmen, die wollen kommen. Unsere Spieler werden die Kinder auch bewirten. Wir werden auch noch mit Eures sprechen, dass man das ein schönes Paket macht. Und das ist unsere Aufgabe. Und das freut den Daniel ganz besonders, wenn wir alle zusammen da stehen und sehen fröhliche Kinder, die auch dann mal in die Arena kommen, mit denen wir vielleicht auch mal in den Europapark Rust fahren. Wir wollen einfach den Leuten zeigen, hier sind Profis, hart gesotten, gehen ihrem Job nach. Aber Eishockey ist eine Herzenssache in einer Stadt wie Mannheim sowieso. Und wir möchten das auch zurückgeben, was wir bei allen Heimspielen bekommen, nämlich Wärme, Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Und das ist eine Aktion, die gab es ja in der Vergangenheit, ähnlich gelagerte Aktionen, aber diesmal ganz bewusst nur in dieser Kirche wird das stattfinden. Ja, das ist also so, die Diakonie hat das zusammengefasst und das ist ein Jugendpfarrer, der ist an und für sich Pfarrer in der Martinskirche auf der Rheinau, wo auch viele Spieler wohnen und der ist sehr dynamisch auf dem Waldhof steht da eine Kirche, wo man das wunderbar machen kann. Die Diakonie hilft dabei und dann glaube ich, dass wir da vor Weihnachten eine richtig schöne Aktion machen können. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Adler-Fans da sind, die uns dabei unterstützen. Und wollen wir den Kindern in dieser vorweihnachtlichen Zeit auch etwas Freude geben. Und glaube ich, das macht einfach Spaß, wenn du auf der Sonnenseite liegst und viele und alles geht. Und dann hast du so strahlende Kinderaugen, die da etwas Freude haben. Wenn man da helfen kann, das ist eine gute Geschichte. Ich muss sagen, Daniel und Matthias und auch Markus, lassen wir da ein bisschen freie Hand. Die haben ja genug um die Hand, also kann ich mich darum kümmern. Und ich finde es gut, dass die Frau Pastorin Sobotja von der Konkordienkirche und der Pfarrer das mit uns machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig gute, runde Sache wird. Dann hoffe ich, dass wir durch dieses Gespräch, durch diese Worte jetzt vielleicht den einen oder anderen Sponsor noch gefunden haben und dass viele dann natürlich vorbeischauen. Wir werden garantiert das Projekt auch dann weiter mit der Kamera begleiten. Wir kommen zu meiner Abschlussfrage, Udo. Ich habe das an der Stelle, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal gefragt. Letztes Jahr, wenn man auf die 70 zugeht, dann liegen andere irgendwo in Mallorca im Winter, legen die Füße hoch oder gehen wandern, aber rasen nicht durch die Lande, wie du das immer tust. Du machst das, bis du tot umfällst, kann ich mir vorstellen. Anders kann ich mir den Udo Scholz hier zu Hause liegen überhaupt nicht vorstellen, oder? Nobby, ich habe vor 14 Tagen Klassentreffen gehabt. Und da haben wir uns getroffen, wie vor 50 Jahren in der Schule waren. Da muss ich dir ehrlich sagen, da habe ich gedacht, ich fahre ins Greisenhaus. Ich bin in einer ländlichen Großgeworden in Lüdenscheid, wie ich da hingefahren bin, nur Alte um mich herum. Ich habe erzählt vom Eishockey und was bei uns abgeht in der Arena und von Udo Lindenberg und Tina Turner und die haben mir von ihren Bewegungen erzählt. Rheuma, Gallensteine, Nierensteine, Prostata und was nicht alle. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Und ich war froh, dass ich um 11 wieder im Auto saß und bin hier runtergefahren. Da habe ich gedacht, warum bist du auch wieder hingefahren? Ich habe die ein bisschen motiviert. Mich haben auch einige angenommen und gesagt, ey, das gibt's nicht. Norbert, man ist so jung, wie man sich fühlt. Und es gibt einen schönen Spruch. Auch wenn auf dem Haupt Schnee liegt, im Tal grünt es immer noch ein bisschen. Und so möchte ich leben, Gas geben, mitmachen und das ist meine Welt. Dann hoffe ich, dass dir das die nächsten Jahre gelingt, Udo. Vor allen Dingen hoffe ich, dass diese Aktion, die du angesprochen hast, ein großer Erfolg wird, weil das ist wichtiger als das Ergebnis und eine deutsche Meisterschaft. Ja. Vielen Dank, Udo Scholz. Also wir waren zu Gast bei Margot Scholz und Udo Scholz hier in Friedelsheim im wunderschönen Hartblick zu unserem Speakers Corner.